alles meine Frau ist. Und wenn ich eine Schwäche im Straßenverkehr habe und mein ihr Blonde ist zurück, dann nehme ich meine Kollegin mit in der Straßenverkehr und sage, übernehmen Sie mal, und dann können die Frauen sich unterhalten. Dann klappt das auch. Leider umsonst geflirtet, denn mit diesem Beamten ist nicht gut Kirschen essen. Dennoch ist es hilfreich, immer höflich zu bleiben, aber einen Frauenbonus gibt es nicht. Weiter geht's mit Platz 13. Ein offenes Fenster ist ein Abschleppgrund. Mit seinem Wagen sollte der Autofahrer ja eigentlich machen können, was er will. Ob das Fenster auf oder zu ist, müsste doch egal sein. Darf man das Fenster wirklich offen lassen? Ja, meine Sache, ob ich das Fenster auflasse. Wenn man dann was gestohlen wird, dann bin ich selber schuld. Ja, zur Sicherheit des Inhalts vom Fahrzeug kann man abgestellt werden. Das ist ja mein gutes Recht, das eigene Fenster offen zu lassen an meinem Auto. Das machen ja viele zur Lüftung oder keine Ahnung, dass es total heiß ist. Ja, haben ja viele als Fahrzeugführer gewisse Pflichten, wenn ich mein Fahrzeug abschalten kann, gegen Wegräume zu sichern. Aber auch eben halt entsprechend zu sichern, dass keiner das Fahrzeug hineingreifen kann. Und ein offen stehendes Fenster lädt natürlich dann auch dazu ein, unter Umständen Sachen aus dem Fahrzeug herauszunehmen. Wenn ich als Polizist oder ankomme und sehe, dass da Wertgegenstände drin sind, die ein anderer greifen kann, dann nehme ich die Sachen, stelle ich die Sachen sicher zur Eigentumssicherung. Weil der Halter, der natürlich von mir eine Knolle bekommt, weil er sein Auto nicht gesichert hat, die ich auf der Wache später haben kann. Dann lege ich ein schönes Zettelchen rein, ihre Polizei hat die Sachen sichergestellt, sie können die ihre Knolle und dementsprechend ihre Sachen auf der Wache abholen. Lässt man das Fenster bei seinem Auto offen, beträgt das Bußgeld mindestens 15 Euro oder gleich die gesamten Abschleppkosten. Im Falle eines Einbruchs sollte man die örtliche Polizei verständigen. Platz 12. Sie kommen am Abend nach Hause, schließen nichts Böses ahnend die Tür auf und dann das Einbrechen. Eine wahre Horrorvorstellung. Was tun? Wie sollte man sich in so einem Fall verhalten, gerade wenn der Einbrecher eventuell noch in der Nähe ist? Auf jeden Fall würde ich erstmal die Polizei rufen natürlich und sicherstellen, dass keiner mehr in meinem Haus ist. Oder wenn jemand in meinem Haus ist, irgendwo anders sind, nur nicht zu Hause. Und dann warten, bis die Polizei kommt und alles sichergestellt hat und dann Versicherung verständigen, alles. Ich würde auch mal ganz vorsichtig sein und gucken, was ich da tut überhaupt. Ne? Nicht.